Wir sind aus Bayern hierher gekommen, um unsere Petition dem Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu übergeben. Über 55.000 Unterschriften. Es geht einfach darum, einen flächendeckenden strukturellen Missstand sichtbar zu machen. Und zwar eine schlechte Versorgung von schwerstbehinderten Kindern und Erwachsenen durch die Krankenkassen. Und das wollen wir einfach mit diesen 55.000 Unterschriften dem Petitionsausschuss vermitteln. Wir haben eine Petition gestartet, um die medizinische Versorgung von Kindern und Erwachsenen mit Behinderung zu verbessern. Es gibt hier in Deutschland einen strukturellen, flächendeckenden Missstand. Familien beklagen extreme bürokratische Hürden, zu lange Bearbeitungszeiten, ständige Ablehnungen der Kostenübernahme fachärztlich verordneter Therapien durch die Krankenkassen. Es geht hier um Hilfsmittel, um Heilmittel, um Medikamente, ambulante Pflege sowie um die Anerkennung des passenden Pflegegrades. Zu unseren Unterstützern zählen Tausende Betroffene, deren Angehörige, Ärzte, Therapeuten, ganze Kliniken, große Organisationen und Verbände und Vereine. Mit über 55.000 Unterzeichnern und mehr als 16.000 Zuschriften können wir diesen Missstand überdeutlich sichtbar machen. Familien berichten uns beispielsweise, dass sie den passenden Rollstuhl vor Gericht erstreiten müssen, dass Kommunikationshilfsmittel abgelehnt werden, dass Lauf-Lernhilfen für Rollstuhlkinder nicht genehmigt werden, dass blinde Kinder um einen Blindenstock streiten müssen. Selbst Rezepte über lebensnotwendige Medikamente werden in Frage gestellt, obwohl sie fachärztlich verordnet wurden. Fast täglich bekommen wir neue Zuschriften oder Anrufe von betroffenen Familien. Ein Badewannenlifter für einen schwerst pflegebedürftigen, ca. 80 Kilogramm schweren Jungen wurde abgelehnt. In diesem Fall schildern uns die Eltern, dass sie ihren Sohn über 2 Jahre lang in einem aufblasbaren Planschbecken baden und mit der Gießkanne abduschen mussten. Er wurde zu schwer, um ihn ohne die Bereitstellung einer entsprechenden Vorrichtung in die Badewanne zu heben. Ein anderer Vater schreibt uns, dessen Tochter genau heute am 19. Mai vor 8 Jahren verstorben ist. Ich zitiere: Die seelischen Spuren dieser ständigen Auseinandersetzungen mit der Krankenkasse über all die Jahre spüre ich noch heute. Zitat Ende. Uns trifft das. Es ist absolut erschütternd. Diese und viele, viele solcher Schilderungen passen nicht zu einem hoch etablierten, weltweit führenden Medizinsystem. Diese Beispiele stehen stellvertretend für viele tausend ähnliche Berichte. Menschen werden zermürbt, Therapien verzögert oder einfach ausgehebelt. Menschen, deren Schicksal uns oft innehalten lässt, wenden sich verzweifelt vom System ab und resignieren. Mit der Konsequenz, dass wichtige Entwicklungsschritte bei Kindern verpasst werden, Chancen verstreichen, das Risiko für zusätzliche Folgeschäden steigt. Wir selbst sind mit unserem schwerstbehinderten kleinen Sohn Corbinian bei Deutschlands Spezialisten in Behandlung. International respektierte und anerkannte Mediziner erarbeiten mühevoll zusammen mit einem ganzen Team hochkompetenter Mitarbeiter sehr detaillierte und angepasste Behandlungspläne. Und wir erleben dann überwiegend eine Verweigerung der Krankenkassen, die entstehenden Kosten zu übernehmen. Begründet mit Gutachten des medizinischen Dienstes, ausgestellt von überwiegend fachfremden Ärzten, zum Beispiel Chirurgen, Orthopäden, Transfusionsmedizinern oder Allgemeinärzten, in aller Regel anonym und ganz schrecklich nach Aktenlage. Nur mit sehr viel Energie und Mühe und monatelangem Tauziehen können wir dann die Kostenübernahme der Verordnungen erstreiten. Aber Menschen mit Behinderung gehören zu uns. Sie sind bereits
Teil unserer Gesellschaft. Sie sind unsere Kinder, unsere Partner, unsere Freunde, unsere Geschwister. Und wir alle werden im Lauf unseres Lebens irgendwann höchstwahrscheinlich damit konfrontiert werden, dass entweder wir selbst oder ein geliebter Mensch davon betroffen ist. Und jeder wünscht sich dann an allererster Stelle eine menschliche Versorgung. Und erst danach muss und kann natürlich über Wirtschaftlichkeit gesprochen werden. Aber ich frage mich, was daran ist wirtschaftlich, wenn über Monate Sachbearbeiter, Ärzte, MDK-Ärzte, Anwälte und Sozialgerichte damit beschäftigt werden, ob nun ein Rollstuhl notwendig ist oder nicht. In Deutschland gibt es sehr, sehr viele Menschen, die viel von ihrem eigenen Leben investieren, um ihre Angehörigen zu pflegen und zu versorgen. Aber das absolute Minimum, was unser System leisten können muss, ist eine gute und unkomplizierte Versorgung im medizinischen Bereich. Wir können nicht ständig von Inklusion und Teilhabe sprechen, Preise verleihen und dann diesen Menschen gleichzeitig Hilfsmittel verwehren und ihnen damit ständig das Gefühl vermitteln, dass sie uns doch eigentlich zu teuer sind. Teilhabe und Inklusion müssen gelebt werden und nicht nur auf dem Papier existieren. Diese Menschen müssen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention ein gleichberechtigtes, gleichwertiges und gleichwürdiges Leben führen dürfen. Allerdings braucht niemand eine UN-Behindertenrechtskonvention, wenn sie nicht umgesetzt wird. Menschen mit Behinderung brauchen einen zugewandten und wohlwollenden Staat, eine Politik der Menschenwürde und Solidarität für Minderheiten. Deutschland muss das können. Vielen herzlichen Dank für Ihr Engagement und würde die Runde vielleicht freigeben noch für ein, zwei Kommentare von den Kollegen. Dann können wir noch ein paar Bilder machen. Gut? Also wir sagen auch ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse und möchte Ihnen gerne diesen Karton symbolisch für 55.188 Unterschriften übergeben in Ihre verantwortungsvollen Hände. Danke. Es müsste sich viel ändern. Die Bearbeitungszeiten der Anträge müsste sich ändern. Die Bürokratie müsste abgebaut werden. Es müssten fachärztliche Verordnungen einfach übernommen werden und nicht ständig an den MDK, an den medizinischen Dienst der Krankenkassen weitergegeben werden. Der medizinische Dienst der Krankenkassen müsste aus unserer Sicht reformiert werden. Da werden Gutachten angefertigt, die in der Regel von fachfremden Ärzten gemacht werden. Wenn wir ein neurologisch erkranktes Kind haben, brauchen wir als Gutachter eigentlich einen Kinderarzt oder einen Neuropädiater. In der Regel sind dort Orthopäden, Chirurgen, Transfusionsmediziner oder Allgemeinärzte als Gutachter beschäftigt, die dann überwiegend Gutachten nach Aktenlage erstellen. Das heißt, sie kennen den Patienten nicht. Sie haben ihn noch nie gesehen, noch nie untersucht und sollen dann ein Gutachten in einem Fachbereich machen, der nicht ihrer ist. Das kann aus unserer Sicht nicht gut gehen. Da kommen Urteile zustande, die mit der Realität nichts zu tun haben. Und außerdem ist der MDK immer noch zu 50% von den Krankenkassen und zu weiteren 50% von den Pflegekassen finanziert. Wenn da kein Interessenskonflikt vorliegt, dann frage ich mich schon. Also der MDK wird nicht den Ast, auf dem er sitzt, absägen. Ich sage es mal so.